Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Wir sind in Tag 21 und wurden ausgeplündert. Oh oh. Oh oh. Und das sieht gar nicht gut aus. Boris ist tödlich verletzt. Oh. Und er ist leicht verletzt. Gut, leicht verletzt geht. Traurig, ja. Das sieht nicht gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich befürchte, Boris wird die Nacht, den Tag nicht überleben, meine ich. Nicht die Nacht. So. Wir ködern neu. Mit Fleisch selber. Wie viel Filter haben wir noch? Zwei, das ist gut. Das heißt, wir legen Filter nach. Oh nein, armer Boris. Ach, wir haben auch ein Pech gehabt jetzt, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Hatten wir denn Verbandsmaterial mit der... Oh, sie ist zurück. Hat leider auch kein Verbandsmaterial. Dafür ist sie schwer verletzt. Ach, verdammt. So, du darfst schnell kochen. Was fehlt uns da? Das sieht nicht gut aus. Habe ich das schon gesagt? Ja, ne? Fehlt uns jetzt Wasser für eine weitere Nahrung. So, dann isst du was? Ach nein. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht ein Händler, der wäre noch die Rettung gewesen. Unter Umständen. Können Sie uns helfen, unseren Unterschlupf zu verstärken? Nein. 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 Was macht sie? Sie geht ins Bett, so richtig. Richtig so. Dann geh du was essen. Und wir beenden den Tag. Tödlich verletzt, bitte im Bett schlafen. Schwer verletzt, bitte im Bett schlafen. Und du musst plündern gehen, hilft alles nichts. Traurig, deprimiert. Also, wir brauchen auf jeden Fall was mit Medizin. Etwas Medikamente ist zu wenig. Eine Menge Medikamente. Ja, Lagerhaus ist. Eine Menge Medikamente. Haben wir noch Dietriche? Einen. Super, wir haben keine Schuss mehr. Dann nehmen wir ein Messer mit. Also, wir brauchen unbedingt Medizin oder Alkohol. Medizin, Medizin, Medizin.
renne ich denn, ich Idiot? Okay, soweit so gut. So, das ist genau das, was ich brauche. Tot. Boah. Na super, jetzt haben wir uns auch noch verletzt. Dann sind wir bald alleine. Ich sehe Boris nicht. Nun ausgeplündert. Oh Gott. Jetzt haben sie uns. Aber richtig. So. Boris, tödlich verletzt. Schlecht geschlafen, na toll. Boris, du setzt dich. Du kümmerst dich um die Fallen. Was scheiß drauf. Mach. Aber diesen Leuten wurde noch nichts gelassen, die wir es nicht schaffen. Ja. Okay. Und da kommt ein Händler. Ich komme. Das könnte noch mal das Ruder rumreißen. Wenn der jetzt Verbände da hat, zwei Stück. Das ist gut. Das ist extrem gut. Und das ist Schnaps, den brauchen wir nicht. Vielleicht noch einen Schuss. Wir bieten dafür Zucker. Medikamenteninhalte. Davon. Wenn wir den Schuss wegtun. Ist immer noch ein Scherz. Das ist das Tabak. Das reicht immer noch nicht. Okay.
formlos ab. So, bandagieren und du auch. Bruno ist auch deprimiert und müde. Bruno, mach auf jeden Fall mal das Radio an. Und dann geh schlafen. Du sollst die benutzen. Dann gehst du was essen und dann redest du mit... Wer sitzt da? Wie heißt der Boris? Ich würde eigentlich gerne noch das Gemüse wieder neu bestücken. Im Moment müssen wir erstmal die Zeit runterlaufen lassen. Ja, die beiden sind auch sehr deprimiert. Doch wir müssen weitermachen. Oh, so eine voll die Depri-Musik hier. Wie viel Wasser haben wir denn? 18, okay, das ist schon mal was. Okay, du musst leider aufstehen. Einmal das rausnehmen und wir müssen gucken für das Upgrade. Wir brauchen auf jeden Fall Schuss. So, 10 Wasser. Das können wir erstmal lassen. Wichtiger wäre das. Okay. Die sind ein Problem. Ja, die könnten wir finden. Das Upgraden, ich weiß gar nicht wofür. Hochwertige Drehtabak-Zigaretten, nein, brauchen wir nicht. So, die Nacht. Hier sind alle irgendwie verletzt, tödlich verletzt, du musst im Bett schlafen, tödlich verletzt, du musst im Bett schlafen und du bist verletzt, du musst aber trotzdem plündern gehen. Du bist auch deprimiert, darfst also nichts Böses mehr machen, sonst ist Ende. Ach, wir haben auch keine. Wir müssen hier hin. Nimm ein Messer mit. Keine Dietriche mehr. Wir haben keine Dietriche gemacht. Ja, hier könnte man eine Schaufel auch nicht gebrauchen. Ja, ich weiß. So ähnlich aus wie das Haus mit der Fenster.
da oben reingehen können, aber jetzt müssen wir es hier durchziehen, würde ich sagen. Wir müssen noch mehr Bandagen finden oder reinen Alkohol. Dann könnten wir uns selber welche machen. So, hier sind wir gleich durch. Stimmt nur Scheiße. Ah nee, das ist schon mal sehr gut. So, weiter. Können wir da gucken. Und da kommen wir bestimmt wieder nicht durch, nach meinem Glück. Ja, mit dem Rad Schaufel hätte es, ich weiß. Aber man merkt halt, ich kenne die Gebiete auch einfach alle nicht auswendig. Ich glaube, so lange habe ich noch nie durchgehalten, bis Tag 22, Nacht 22. Man könnte ja eigentlich auch mit einem tödlich Verletzten, ah ne, tödlich Verletzte können gar nicht mehr gehen, genau. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn die anderen beiden jetzt sterben sollten, oder einer von beiden, sind die anderen so am Boden zerstört, dass gar nichts mehr geht. Die machen dann nichts mehr und dann haben wir auch verloren. Das könnte ein Problem werden. Wir sind nämlich schon deprimiert hier. So, da sind wir gleich durch, endlich. Okay, welcome to hell. Und, was haben wir hier Schönes? Okay, die beiden Komponenten hätten wir schon mal zusammen. Da steht einer. Oh, sie hört mich nicht, sie ist ein bisschen taub. Wer denn? Ja, komm, geh. Okay, soweit so gut. Hier ist niemand und hier ist offen. Bücher. Schnell, 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 schnell. Okay. Was brauchen wir denn nicht? Wir nehmen auf jeden Fall das Fleisch mit. Das ist was Gutes zum Tauschen. Brauchen wir so wenig Platz. Die Waffenteile brauchen wir nicht unbedingt. Renn, 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 nein, der hat ein Gewehr, lauf!
Uiuiuiui. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.